Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ostgold von Gotje Front in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ostgold von Gotje Front, das Ganze am 3. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, Gotje Front, Ostgold, die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann ansehen. Es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine weiße bzw. eine hellgraue Ziegelwand. Dann lesen wir hier oben einmal Ostgold. Darunter haben wir dann ein Logo. Sieht so aus wie ein Kompass. Erinnert mich vom Logo her etwas an Stone Island. Und dann lesen wir hier darunter Gotje Front. Auf der Seite ist das Ganze unbeschriftet. Und von hinten sieht das dann so aus. Also wir haben hier eine Doppelvinyl. In diesem Fall haben wir 5, 5, 5 und 6 Tracks. Kommen wir auf insgesamt 21 Stück. Und wir haben hier Features mit dabei von Maschine und nochmals Maschine. Und das letzte, der letzte Teil hier, Seite D, Gotje Front Tribut nennt sich das. Das sind 6 Bonussongs von anderen Musikern, von anderen Bands neu interpretiert. Also das sind Tracks, die ursprünglich von der Band von Gotje Front sind, die eben unter anderem von den Local Bastards oder auch Stunde Null oder Martin Kesici neu interpretiert werden. So, darunter haben wir dann noch die Beteiligten und einen Barcode. Es gab diese Vinyl in diversen Varianten, deswegen haben wir hier auch einen Sticker, denn ich habe mich für die goldene Vinyl entschieden. So. Okay, das sieht man auch nicht alle Tage. Ich dachte jetzt, wir haben hier ein ganz reguläres Gatefold. Aber scheinbar sind die zwei Vinyls hier nicht in der Seite, in dieser Tasche untergebracht, sondern sind hier in der Mitte reingelegt worden. Dann machen wir das mal kurz zur Seite und nehmen uns hier den Innenteil vor. Wir haben hier einmal die Infos zum Album. Also wer war hier beteiligt? Wer hat hier seinen Beitrag geleistet? Und dann haben wir jeden einzelnen Song hier mit den zugehörigen Lyrics. Also jede Menge Text hier. Das ist echt heftig. Würde ich mir generell für Vinyls wünschen, dass die Lyrics da abgedruckt werden. Und dann haben wir hier eben diese Stecktasche. Einmal und die ist, glaube ich, zugeklebt. Nein, zweimal. Also, normalerweise hat man ja die Vinyls dann hier untergebracht, waren hier in diesem Fall in der Mitte reingelegt. Keine Ahnung, ob das jetzt nur bei mir so war oder ob das generell bei dieser Version bei Ostgold so ist. Es hat auf jeden Fall nicht geschadet und ich kann sie dann natürlich im Nachhinein wieder in die dafür vorgesehenen Taschen geben. So, wir kommen zur ersten Vinyl. Die ist in weiß gehalten. Die Hülle ist in weiß gehalten und so sieht dann die Vinyl an sich aus. Also hier in feinstem Gold. Seite A lesen wir hier. Auf der Rückseite dann natürlich die Seite B. Wie gesagt, es gab von dieser Vinyl diverse Ausführungen. Es gab sie meines Wissens in Rot, dann gab es sie in Transparent. Ich glaube, es gab auch eine reguläre in Schwarz. Eventuell, bin ich mir nicht sicher. In Weiß, also in Transparent und Rot auf jeden Fall. Und ich habe mich in diesem Fall für die goldene entschieden. Wir erinnern uns, die Box war ja auf 3333 Stück limitiert. Und weil diese Zahl so schön ist, hat man dann gleich diese Vinyl Edition, diese goldene, auf 333 Stück limitiert. Also, die gibt es nur 333 Mal. Das ist die zweite Vinyl mit C- und D-Seite. Die kommt natürlich auch wieder in einer weißen Papphülle. Und
Das war's soweit. Also CD oder Downloadcode liegt hier leider nicht dabei. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Ostgold von Gotche Front. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gotche Front unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.